Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Q&A. Ihr schreibt mir Fragen und diese beantworte ich heute natürlich immer komplett anonym auf diesem Kanal. Und wir legen gleich schon mit der ersten Frage los. Ich sag mal so, bei dieser Praktik bekommt das Sprichwort "leck mich am Arsch" eine ganz neue Bedeutung. Es sieht nämlich so aus, dass diese Praktik sagt, dass man mit dem Mund oder mit den Lippen das Hintertürchen stimuliert. Das sollte man nicht sofort machen, sondern man sollte sich erstmal einig darüber werden, ob das für beide Partner so in Ordnung ist. Sinnvoll ist es, dass man vorher ein bisschen mehr Zeit für die Hygiene opfert und dann vielleicht auch nicht gleich sofort loslegt, sondern sich nach und nach rantastet, indem man vielleicht zuerst einmal den Intimbereich so mit der Zunge und dem Mund umspielt. Der Bereich rund um das Hintertürchen ist deswegen so interessant, weil ganz viele Nervenenden dort zusammenkommen und die werden halt mit der Zunge noch schöner stimuliert. Der absolute Klassiker ist dann ja Knick-Knack im oder unterm Wasser. Dazu eignet sich zum Beispiel die Dusche oder auch Seen oder das Meer oder ähnliches. Bei der Dusche, Achtung, Ausrutschgefahr. Bei Seen oder auch im Meer müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass A, schwierig ist, wenn ihr Kondome benutzt, dass die nicht abrutschen oder richtig sitzen und B, natürlich auch dort Bakterien oder sowas auch eindringen können und das zu Infektionen führen kann. Und auch eine wichtige Sache, gerade wenn es Wasser zwar ist, heißt es nicht unbedingt, dass es gleitfähig ist. Deswegen, wenn ihr im Wasser seid, dann nutzt bitte silikonbasiertes Gleitgel, weil das flutscht dann auch ein bisschen. Wer aber sagt, ah, das ist so gar nichts für mich im Wasser, der kann zum einen seine Laken zum Beispiel vorher in die Gefriertruhe packen und dann kann man auf diesen gekühlten Laken ein bisschen Spaß haben. Oder aber man versucht es sowieso schon gleich mit Stimulation, mit Eiswürfeln, dieses Heiß-Kalt-Gefühl, gerade wenn der Körper sehr erhitzt ist und auch schon die Stimmung sehr erhitzt ist und dann mit diesen Eiswürfeln am Körper entlang fahren, hat durchaus seinen Reiz. Und mein allerletzter Tipp, habt ihr schon mal Slow-Knick-Knacke probiert? Das heißt wirklich jetzt nicht das Kamasutra auf und ab zu tanzen, sondern wirklich sich darauf zu beruhen, ganz langsame Bewegungen zu machen, in sich reinzuspüren, einzelne Berührungen zu spüren. Und das geht auch sehr hervorragend, wenn es ein bisschen heißer ist. Ja, leider ist es immer noch so, dass Single-Sein immer so einen traurigen Unterton hat. Also man wird bemitleidet, ach, du hast ja leider immer noch keinen Partner, keine Partnerin gefunden. Dabei ist es einfach nur eine andere Lebensform. Also das heißt ja nicht, dass die eine schlechter oder besser ist als die andere. Hat ja auch jede Menge Vorteile, dass man nämlich ein bisschen mehr Zeit für sich hat, dass man mehr Zeit für seine Hobbys hat, dass man vielleicht mehr Zeit hat, Freunde zu treffen. Und jeder Mensch ist einfach individuell und hat auch individuelle Bedürfnisse für eine Partnerschaft oder eben keine Partnerschaft.